Die 12 Minuten gehören dir. Ich freue mich drauf. Steffen Baumbach. Vielen Dank, Jörg. Also wir kennen uns nicht 17 Jahre, sondern wir kennen uns, seitdem wir ungefähr 17 sind. Und das sind, glaube ich, naja, egal, ein paar Jahre mehr. Läuft die Zeit? Okay. Jedes Training zählt. Hört sich nach Sport an, hat auch was mit Sport zu tun. Aber es geht bei der ganzen Geschichte auch um die Geschichte meines Patenkindes, die am, ich muss nochmal gucken, wie wir das hinkriegen hier. Gar nicht. Die am 24.01.2010 die Nachricht von einem Gehirntumor bekommen hat. Vielmehr ihre Eltern haben das bekommen, aber sie hatte den Tumor. Leider Gottes konnte man diesen Tumor nicht entfernen operativ, sondern man musste Chemotherapieblöcke einsetzen, 6 Stück. Es waren erst 9 geplant, Gott sei Dank brauchte sie nur 6. Das war sehr erfolgreich, der Tumor ist deutlich geschrumpft, ganz kurz. Ein Chemoblock ist eine Woche Chemotherapie, stationär aufgenommen im Krankenhaus. Dann kommt man 2 Wochen nach Hause zur Regeneration, um sich ein bisschen um durchzuatmen, um sich zu erholen. Dann wird ein Blutbild gemacht. Wenn das Blutbild einigermaßen gut ist, kommt der nächste Block. 6 Blöcke. Wie gesagt, sehr erfolgreich. Familie hat sich gefreut. Danach wurde abgebrochen. Eigentlich waren 9 geplant. Man hat dann angefangen, sie zu bestrahlen. Dafür muss man wissen, die erste Woche ist keine Bestrahlung, sondern man bekommt eine Cortisontherapie. Oben sehen Sie nicht so schön, aber man sieht mal, was Cortison mit so einem kleinen Kind anrichtet. Man braucht es aber, um die Nebenwirkungen dann besser wegzustecken. Danach 4 Wochen, 5 Tage pro Woche Bestrahlung. Da kann man aber wieder nach Hause gehen. Man geht 5 Minuten im Grunde genommen dahin. Die Bestrahlung dauert 4 bis 5 Minuten. Unten sieht man mal, wie man fixiert werden muss, damit man sich nicht bewegt bei einer Bestrahlung. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Bestrahlung nicht auf den Tumor kommt, sondern auf das Gehirngewebe und Gewebe zerstört. Auch das war super erfolgreich. Alle haben sich gefreut. Wir haben gedacht, jo, alles wird gut. Und dann hat sich leider in den nächsten Tagen der allgemeine Zustand so verschlechtert, dass sie wieder ins MRT musste und man gesehen hat, dass der Tumor im Kopf und im Rückenmark gestreut hat. Das bedeutete, es gab eine härtere Chemotherapie, es gab eine Bestrahlung des Rückenmarks. Es wurde ja noch so ein kleines Reservoir, das ist aber nicht so wichtig. Sie wurde halt nochmal operiert und die Schmerzen, die sie hatte, wurden immer schlimmer. Sie kam auf die Intensivstation, hat Morphium bekommen und die Ärzte haben dann irgendwann festgestellt, dass die Chemotherapie nicht wirkt. In dem Moment war sie austherapiert. Sie hatte noch einen Wunsch und wenn man von einem letzten Wunsch spricht, das war wirklich ein letzter Wunsch. Sie hat gesagt, ich möchte zu Hause sterben. Um das zu realisieren, musste man noch eine OP machen. Und die auch gut verlaufen ist, am 22. September desselben Jahres 2010 hat meine Schwester und ihr Mann die Tochter mit nach Hause genommen. Am 4. Oktober ist sie verstorben. Jetzt muss ich ganz kurz was trinken. Wenn ich jemanden im Krankenhaus besuche, einen erwachsenen Menschen, dann ist es so, dass mir nach 10 Minuten dort die Decke auf den Kopf fällt. Ich will da wieder raus, das erdrückt mich irgendwie, warum auch immer das so ist. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber ich möchte schnell wieder da weg. Wenn man dort ein Kind liegen hat, 5 Jahre, es ist auch noch das eigene Kind, da will man nicht weg, da will man 24 Stunden am Tag bei diesem Kind sein. Das ist logistisch aber gar nicht möglich. In der Regel liegen 2 Kinder in einem Zimmer, das heißt, man müsste 4 Betten da reinstellen, damit von jedem Kind ein Elternteil da noch schlafen könnte, das passt einfach nicht. Aus diesem Grund haben sich in Deutschland mittlerweile 44 Vereine gegründet, die sogenannte Elternhäuser oder hier in Hannover ist es eine Elternwohnung für das krebskranke Kind gebaut haben. Die sind unmittelbar neben den Krankenhäusern, neben den onkologischen Kinderstationen. Ich kann jetzt ein bisschen mehr von Göttingen sprechen, weil ich komme aus Göttingen, ich kenne mich da ein bisschen besser aus. In Göttingen haben diese Häuser oder hat dieses Haus 10 Festangestellte.
Die Leute, meine Schwester zum Beispiel, die war in Mainz in dem Haus, die wohnt in Oppenheim, das sind geschätzte 30 Kilometer, die wollten nicht jeden Tag nach Hause fahren und wollten 20 Minuten auf der Autobahn verbringen, die brauchten eine Wohnung in der Nähe, dafür diese Häuser. Die sind aber nicht nur da, damit man einen Schlafplatz hat, die sind auch dafür da, um einfach mal 5 Minuten rauszukommen. Um 5 Minuten andere Luft, das sagen die viele Eltern, die sagen, wir müssen mal eine andere Luft atmen. Wir müssen raus, man hat die Chance, sich dort unter Gleichgesinnten zu unterhalten. Da wird auch gelacht in diesen Häusern, da wird auch gelacht, wenn die Kinder krank im Krankenhaus liegen. Da ist ein ganz normales Leben drin. Man hat Psychologen in Göttingen, mehrere. Man hat natürlich ein paar Reinigungskräfte, das ist klar. Man hat einen Seelsorger. Und das Ganze, um gleich mal auf den Sport zu kommen, kostet in Göttingen jedes Jahr 440.000 Euro. Dieses Haus verschlingt 440.000 Euro und die Krankenkasse übernimmt nur 40%. Den Rest müssen Spender finanzieren. Das klappt auch ganz gut. 60% wird mir gerade gezeigt, 60% wird durch Spenden übernommen. Ist eine Menge Geld, aber in Göttingen, die schaffen es jedes Jahr. Und ich habe dann, um jetzt endlich mal auf den Sport zu kommen, am 1. Oktober 2013 für mich beschlossen, nach jeder sportlichen Einheit, die ich mache, ein paar Cent in Sparschwein zu stecken und das zu spenden. Ich selbst habe in den letzten 11 Jahren 7 Ironman erfolgreich gefinisht. Das heißt, ich trainiere 5 bis 6 Mal die Woche. Mit den 50 Cent muss ich ehrlich sagen, ich habe gesagt, 50 Cent packe ich in das Sparschwein. Wenn man sich das überlegt, das sind die Woche bei 6 Einheiten 3 Euro. Das kann jeder, der hier sitzt, spenden. Ich habe mir am Anfang wirklich keine Gedanken darüber gemacht, wie wenig das eigentlich ist. Ich habe das aber vielen Freunden erzählt, was ich da mache. Ich habe das bei Facebook gepostet und es kamen immer mehr Leute auf mich zu und haben gesagt, Mensch, was für eine geniale Idee, können wir da mitmachen? Und ich habe ehrlich gesagt am Anfang die Frage gar nicht verstanden, können wir da mitmachen? Ich habe gesagt, holt euch so ein Schwein. Das gibt es bei jeder Bank, da gibt es für 1 Euro oder auch umsonst ein Sparschwein, holt euch so ein Sparschwein, steckt da ein bisschen Geld rein, es ist völlig egal wie viel und ob ihr das nach jedem Mal macht oder nur jedes zweite Mal, steckt da Geld rein und am 4.10.2014 überweisen wir alle zusammen dieses Geld an das Elternhaus in Mainz und in Göttingen. Jetzt muss ich erstmal auf die Uhr gucken, ja, okay. Es haben sich so viele Leute daran begeistert, dass wir im ersten Jahr 12.800 Euro gespendet haben. Ich habe aber dann gemerkt, dass, da ich das ehrenamtlich mache, ich mache das neben meinem Sport, neben meiner Familie und meiner Arbeit, das hat so viel Zeit aufgefressen, dass ich für mich beschlossen habe, das in Zukunft weiterzumachen. Das war eigentlich nur für ein Jahr geplant, aber nur noch für Göttingen. Es ist einfach nicht möglich, das für mehrere Städte gleichzeitig zu machen, ehrenamtlich. Ich habe mir dann überlegt, wie kann ich das in Göttingen breiter fächern? Ich brauchte eine Werbeplattform und habe dann das Team Jedes Training zählt gegründet. Das Team startet bei sämtlichen Ausdauerwettkämpfen, die es in Göttingen gibt. Es gibt 2018 9 Events in und um Göttingen. Da werden wir überall starten. Vom Triathlon geht das bis zur Laufveranstaltung und Radsportveranstaltung. Wichtig war es mir, dass möglichst viele Leute mein Logo auf dem Trikot haben, dass das oft genannt wird und dass die Leute fragen, was macht ihr da eigentlich? Ich habe ein paar Sponsoren gefunden, Gott sei Dank. Mittlerweile gibt es eigentlich ganz schöne Kleidung, hochwertige Kleidung, die jeder Teilnehmer relativ günstig erwerben kann. Ich habe einen Namenssponsor gefunden, der bei 3 großen Göttinger Veranstaltungen für alle Teilnehmer, die für Jedes Training zählt, an den Start gehen, das Startgeld zahlt. Auch eine tolle Geschichte. Das heißt, die Leute, die für mich starten, die bekommen auch noch was davon. Und wir werden halt immer bekannter. Das hat ganz gut geklappt. Hier sieht man mal ein bisschen die Klamotten, die wir herstellen lassen und die wir dann tragen. Ich habe mir zunutze gemacht, dass Ausdauersportler Individualisten sind. Wir trainieren meist alleine. Jörn hat vorhin gesagt, ich war vorhin laufen. Ich gehe mal davon aus, du bist alleine gelaufen. So geht es schätzungsweise 90% der Ausdauersportler, die wenigsten trainieren in der Mannschaft. Aber ich habe die letzten Jahre gemerkt,
Die Leute wollen im Wettkampf, vor und nach dem Wettkampf in einem Team starten. Die wollen darüber reden, philosophieren, was haben wir da gemacht, wie haben wir trainiert, was ist dabei rausgekommen. Die wollen Bier danach zusammen trinken, das ist ganz wichtig. Und das hat ganz gut geklappt. In Göttingen werden wir halt Gott sei Dank immer bekannter. Jeder redet oder viele Leute reden über uns. Und wir haben es so geschafft, im ersten Spendenjahr, habe ich schon gesagt, 12.800 Euro zu spenden. 2015 ist es leider ein bisschen runtergegangen, das haben mir aber viele vorhergesagt. Die haben gesagt, die Anfangseuphorie ist immer groß und dann, naja, dann mal gucken, wo du hinkommst. Dann ging es Gott sei Dank wieder hoch, 12.808 Euro und im 2017, das war das vierte Spendenjahr, konnten wir 4.100 Euro übergeben an das Elternhaus. Insgesamt in den 4 Jahren sind wir bei über 50.000 Euro und mir ist es wichtig und deshalb machen da auch so viele Leute mit, dass die das Geld nicht mir als Privatperson, Steffen Baumbach, überweisen, sondern die überweisen das direkt an das Elternhaus fürs krebskranke Kind. Damit kann ich sagen, 100% geht an das kranke Kind, nicht an mich. Ich bin nur der, der das organisiert, der euch sagt, wo ihr das hin überweisen müsst. Ich bin der, wenn einer aus München mitmachen möchte, ich schicke dem, ich bin so weit jetzt, dass ich dem auch ein Sparschwein schicke, wenn er keins kriegt. Einige Banken sind dann so nett und geben einem doch mal 100 Sparschweine, nachdem man gebettelt hat. Es wird halt immer professioneller, aber es ist immer noch ehrenamtlich und es kann im Grunde genommen, auch in Göttingen, selbst wenn wir nur von dem kleinen Göttingen sprechen, es kann nur größer werden, wenn man es nicht mehr ehrenamtlich macht. Es ist anders eigentlich nicht mehr möglich. Jetzt habe ich noch 25 Sekunden. Bei jedem Wettkampf, den wir in Göttingen machen, haben wir eine Anlaufstelle. Das heißt, ich baue da ein Zelt auf, da sind Banner von jedes Training zählt vom Elternhaus, damit die Leute einfach einen Anlaufpunkt haben. Mehr möchte ich nicht sagen. Vielen Dank.